Hallo meine Lieben, heute ein Video von Mehmet aus Kayseri. Mehmets Vorfahren sind einmal aus Artvin, die vor ungefähr 200, 250 Jahren nach Kayseri ausgewandert sind. Er hat auch eine Information in der Familiengeschichte, dass die Mutter aus eine Tatarin ist. Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse von Mehmet an. Kalimera! Oh! Eskimo Inuit. Also ich würde jetzt mal sagen, ein sehr schönes Ergebnis. Man sieht tatsächlich auch eben hier diesen alten asiatischen Gene und vor allem, was auch schön ist, das Eskimo-Gen, Sibirien-Inuit-Gen ist vorhanden. Ein minimaler Italienanteil, aber natürlich wieder ein sehr großer griechischer, süditalienischer Anteil. Was mich an MyHeritage wirklich ein bisschen ärgert, und das ist tatsächlich diese Regionenbezeichnung. Und zwar vermischt MyHeritage immer eine Region, also sagt Westasien, aber sagt Griechisch. Und das ist etwas, was halt eigentlich nicht passt. Genauso wie zum Beispiel, es gibt den Orient, ja, das ist dieser Bereich. Aber es gibt dann auch zum Beispiel England oder es gibt Finnland. Und wenn man Länderbezeichnungen und eben Regionen vermischt, das passt nicht gut zusammen. Jetzt gehen wir mal auf die Suche, weil Mehmet hat gemeint, er möchte gerne wissen, wo die griechischen Gene herkommen. Es gibt zwar keine griechischen Gene, weil wir haben ja gesagt, die DNA eines Menschen wird nach Regionen aufgeteilt, aber wir gehen heute mal auf die Suche. Als erstes Eurogens K13. Wie oft ich es schon gepredigt habe, weiß ich nicht. Schaut euch mal die Zusammensetzung dieser Regionen an. Könnt ihr hier irgendwo die Türkei lesen, Griechenland, Italien, Spanien, Deutschland? Nein. Weil wir Menschen eben nicht nach Ländern aufgeteilt werden, sondern nach Regionen. Und nochmal, wir sind alle ein Mix. So, jetzt übersetzt östliches Mittelmeer 30,74. Jetzt würde wieder ein Schlauberger sein. Östliches Mittelmeer ist griechisch. Ja, Moment mal, östliches Mittelmeer, da ist auch Libanon, da ist die Türkei, da ist auch die komplette nordafrikanische Küste mit drin. Also kann man das nicht sagen. Dann Westasiate, könnte man sagen, ist ja ein Türke. Nein, Westasien ist ja auch ein riesengroßes Gebiet. Westmediterran, westliches Mittelmeer. Das heißt, das wäre dann Spanien oder Portugal oder vielleicht doch Marokko. Naja, Nordatlantik, Sibirien 6,97, Baltic, South Asian, Red Sea, East Asian, Northeast African, Ozean und Meridian. Mehmet, du hast hier fast über 9% alte asiatische Gene. Ich betone alte asiatische Gene. Und dein Genmix kommt am ähnlichsten den Türken mit 5,3. Je kleiner die Zahl übrigens hier ist, umso näher bist du an diesem Volk. Dann kommen die Azeri mit 9,09. Und dann ist die Distanz bei Armenier bei 13,44, Assyrer bei 13,6 und bei Kurden und georgische Juden ungefähr 13,8. Und zu den Zentralgriechen hast du eine Distanz von 19,39. Das ist schon ziemlich weit weg. Aber tatsächlich hat man hier tatsächlich noch eine Ähnlichkeit. Wobei die Mixtur, das ist natürlich wieder interessant. Da sagt Gedmatch, du bist Türke,
Und diese Völker sind die alten asiatischen Völker, Jakuten, die Evenki, die Evens, die Dolgan. Das sind alles Altai, das sind die ganz alten asiatischen Gene, die man hier auch noch hat und die teilweise eben nur bei indogenen Völkern zu finden ist, sind. Aber wir suchen weiter. Jetzt haben wir Eurogenes und jetzt schauen wir uns Dodecat an. Im Dodecat K12b hast du einen sehr hohen Kaukasusanteil, 40,22, den habe ich auch ungefähr. Gedrosia ist so dieser persische iranische Raum, da bist du mit 16,28, dann Atlantik 13,27, Southeast Asian 11,02, North European 8, Siberian 4,88, South Asian 1,83, East Asian 1,78, Northwest African 1,6 und Southeast Asian 1,11. Auch hier nochmal, ich wiederhole, Regionen in der Welt, also Gebiete, keine Länder, keine Staaten, Regionen. Und hier schon wieder Türke, Usbeke, Kurde, Iraner, Kurde, Libanese, Aserbaidschani, Georgien, Assyrien, Armenien, Iranien, Zypriote, Kumyuk, Iranien, Druse und deine Mischung 52,8 Zypriote oder eben zur Hälfte Türkmene, da ist die Distanz bei 3,32 oder Türkisch Brahui, Türkisch Makrani, Türkisch Balochi, Türkisch Kanarien, Zyprioten, Tadschiken. Also auch hier, ja, sehr interessant. Und Haraba wird, schauen wir uns auch noch an und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Und bis zum nächsten Mal. Es kommt gleich. Und auch bei Harappa World, man sieht Kaukasien 40% und dann gibt es Baloch. Wir sind ja auf der Suche, aber auch hier gibt es dann Mediterran mit 12,81, Southwest Asian 10,92, Northeast Europe 8,15, Sibirien 4,85, South Indian 1,74, Northeast Asian 1,57, Southeast Asian 1,38, Beringia 0,64, Papuan. Und San und wieder Türkisch, Aserbaidschanisch, Türkisch, Aydın, Armenien, Kurd, Iranien, Usbek. Und die Distanz, jetzt schauen wir mal, was schaut es da unten aus. Hier wieder Türkisch, Spain, Türkisch. Also, ich finde es irgendwie nicht. Verzeiht mir das. Aber Mehmet, für dich nur, dass du es weißt. Du bist einfach ein Standard-Türke. So einfach ist das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bye bye, bis zum nächsten Mal. Und Moment. Die Haplogruppe, stopp. So, J-M92 ist die Haplogruppe und zwar ist es eine Untergruppe von J2, wo in der Welt finden wir das? Das ist die typische anatolische Haplogruppe, die überwiegend in der Türkei, Südeuropa und tatsächlich auch noch im Osten Chinas zu finden ist. Sehr interessant. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye.